Jamie, can you tell us what happened here with your car? Well, after four laps on my stint, I had a weird feel on the right rear, and then I pit to check it, and we had a rear suspension failed. So now they are fixing it, so hopefully we can go back for the race. Was it dangerous on the track? So rear suspension is always a problem when it's brake. Yes, fortunately I could feel it, so I was able to feel and in time. So I think that helps quite a lot the team and also the car, because especially on this track, if you have any tires or suspension failed, it's really risky. So luckily I stopped in time. How was the race until this point? The race was going quite well. I think Alan and Dominique was doing a very good job. The car is very consistent and the tires, the Hankook tires, works pretty well on this car. So we see. The race is still going on, so we are fixing the car and then we go back for the race. Okay, thank you very much. Thanks.
Anmacher. Am Anfang ordentlich Gas gegeben, dann gab es einen Rückschlag, danach seid ihr wieder auf die Strecke gegangen. Es war sicherlich ein von den Gefühlen her durchwachsenes 24-Stunden-Rennen für euch, oder? Ja gut, am Anfang haben wir ja geführt, die ersten 4-5 Stunden, glaube ich, oder 4 Stunden. Mit den Reifen haben wir ein gutes Handling gehabt. Am Anfang haben wir Intermates gefahren, die anderen sind mit Regenreifen raus oder mit Slicks. Und ich denke, da haben wir die richtige Wahl getroffen mit den Ingenieuren. Und dann ist unser Auto ohne Probleme einfach gelaufen. Und dann war das mit dem Lenker. Aber gut, wir haben den Klassensieg eingefahren, das war auch positiv. Und wir haben bewiesen, dass das Auto bis zum Schluss durchfährt. Und wir haben bewiesen, dass man mit dem Auto in Le Mans fahren kann. Und eine Woche später hier. Und meint, das muss erst einmal jemand machen. Und meine Jungs haben super gearbeitet. Meine Jungs, die waren vorhin hinter dem Projekt gestanden. Und das war auch ein schönes Dankeschön an die Jungs auch. War gut.